So, hi, da sind wir wieder. Schön, dass ihr noch da seid, schön, dass ihr wieder da seid. Und ich würde sagen, weiter geht's. Es geht zu den beiden Jungs in der Kirche. Ich würde gerne. Ich würde wirklich gerne. Oh, okay. Ah, einmal erstmal kurz wieder. kurz wieder reinkommen. Ich habe überlegt. Ja, das starten wir neu. Nochmal. Ich habe überlegt, dass ich gerne die Waffen ein bisschen leveln würde. Ja, das. Warum hau ich ihn da mit einem schweren Schlag? Das ist voll unnötig. Weil mein leichter Schlag auch schon echt Schaden macht. Ich würde wirklich gerne die Waffe noch ein bisschen leveln. Ich habe denen schon ganz gut Schaden gemacht eigentlich. Ich muss hier einfach ruhig rangehen. Einfach abwarten, bis die Schläge kommen. Einmal zuhauen. Warten, bis der nächste Schlag kommt. Zuhauen. Ja, da hätte ich jetzt zweimal hauen können. Egal. Also einmal die Waffen leveln. Ja, das kann ich jetzt tun. Und dann habe ich überlegt, ob ich zum Hauptfeuer gehe, zu dem großen Leuchtfeuer, dass ich 10 Flakons kriege. Wäre ja möglich. So, Waffe verstärken. Kann ich nicht. Warum? Weil ich keine kleinen Scherben habe. Die habe ich vorhin alle ausgegeben. Nee, warte mal. Moment. Da. Große Scherben. Mist. Warum kann ich diese eine Waffe leveln? Was ist hier? Ah. Dafür brauche ich Funkeltitanit. Na gut. Also, das mit den Waffen leveln hat sich schon mal erledigt. Geht nicht. Ja, und dann ist nur noch die Frage, ob ich auf 3 Flakons gehe, auf 5 oder auf 10. Weil der Weg, der ist ähnlich lang. Was geht hier oben noch? Könnt ihr ja mal kurz gucken gehen. Was ist denn hier noch so los? Oh, hier komme ich an deinen. An den Loot, der da unten liegt, wahrscheinlich ran. Da unten war so ein Loot. Und hier komme ich nur da wieder runter, an den, der da mit seinen Lanzen schießt. Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz, was es hier für Loot gibt.
Drachentöter Großbogen. Und ein Drachentöter Pfeil. Oh! Mist! Ihr Schweinebacken! Ihr Schweinebacken! Ich höre einen Schmied. Wow, du bist ein großer Schmied. Ja, hierfür habe ich ja nichts. Ob der mir mal was nützt? Oh, ich bin ja echt versucht, ne? Hast du auch die Pfeile dafür? Oh, der verkauft auch kleine Scherben. Mondlichtpfeil, Drachentöterpfeil. Einfach mal welche gekauft. Wo bin ich jetzt hier? Okay. Ah. Ach, hier wieder. Okay. Da hätte ich gar nicht darunter hüpfen brauchen. Ja, wobei, dann wäre ich nicht an den Loot rangekommen. An den Drachentöterbogen. So, und hier kann ich die Tür jetzt aufmachen. Schon mal wichtig. Und dann liegt da unten noch mal ein Loot. Hi, kommst du? Ja, du kommst. Was ist das hier? Grauer Brocken. Okay, da ist nichts. Sah im ersten Moment so aus, als da ist irgendwie eine. Kann ich in die Textur reinschauen? Oder in die Kirche da? Gehen wir so rum. Bin gerade schwer am Überlegen, ob ich irgendwas mit meinen Waffen noch machen kann. Aha. Den kann ich nicht effektiv nutzen. Warum? Weil mir Beweglichkeit fehlt. Aha. Na gut, könnte man ja dann noch mal leveln. Ja, von euch will ich eigentlich gar nichts. Oh, nee. Ich möchte einfach nur an euch vorbei, ehrlich gesagt. So, jetzt gucken wir mal. Gucken wir mal, was die beiden Boys meinen. Da hinten liegt noch mein Loot.
Erstmal an meinen Loot ran. Wow! Okay, er hat auch eine Art Sturmangriff. Ich weiß nicht, wie viel Loot das war. Aber ich möchte den auf jeden Fall mal sicherheitshalber einsammeln. Ja, so viel war es nicht. Okay. So, jetzt saufen wir einmal. Und jetzt kümmern wir uns um die. Nur noch zwei Flakons. Aber alles halb so wild. Wow, okay, auf die Bewegung muss man wirklich aufpassen, die er da macht. Nee. Nee. Jetzt hat er mich schon wieder in so eine Ecke gedrängt. Gefällt mir nicht. Okay, erstmal auch die Angriffsmuster hier kennenlernen von den Boys. Ein bisschen. Wow. Ihr seid echt, das ist eine miese Nummer hier gegen zwei von euch. Das ist eine saumiese Nummer. Ah, zu spät. Ich wollte ihn parieren. Den kann man 100 pro parieren. Ha. Das ist ein bisschen eine miese Nummer hier. Er darf ruhig mal einen Meter näher kommen. Ja, und dann ist er am Start, ne? Ha. Ja, komm mal her, du. Nope. Nope, 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 nope. Gut. Ich denke, ich werde mir 10 Flakons gönnen für diesen Kampf. Ja. Fünf Flakons sind ein bisschen eng. Das war jetzt minimal unnötig. Zu spät. Du miese Ratte. Ach. Oh, ich lebe noch. Lol. Huhu.
Hier dieser Amboss-Kopf. Ich habe das Gefühl, da in dem Raum ist noch irgendwas. Ich habe das Gefühl, dass dort in dem Raum irgendwas ist. Aber ich gönne mir jetzt erstmal die 10 Flakons. Nope. Nope. Ich hätte mich nackig machen sollen, wäre ich dreimal so schnell unterwegs gerade. Ach so, warte mal. Habe ich noch den? Nee, habe ich nicht. Okay. Naja. Jetzt ist eh schon durch. Gut, man weiß nie, was das Spiel für einen bereithält. Lieber mal heilen. Ich bin mir nicht sicher, welchen von den beiden man zuerst platt machen will. Den dicken oder den dünnen? Aber ich habe das Gefühl, es ist klüger, den dünnen zuerst platt zu machen, weil der ein Ticken langsamer ist. Weil der schneller ist. Der ist schneller bei einem. Und wenn ich mich auf den dicken konzentriere und der dünne mir da die ganze Zeit von hinten an meinem Bobbes rumpimmelt. Ich glaube, das ist nicht die beste Idee. Bin ich schneller, wenn ich das Zeug wegpacke? Nee, kann ich auch mit dem Zeug in der Hand rumlaufen. Keine Ahnung, was die Eide bringen, weiß ich nicht. So, 10 Flakons und auf zu Smaug und Ornithokairos. Nein, Ornithokairos ist ein Dinosaurier. Wie heißt der? Der Drachentöter und sein dicker Kumpel. Auf zum Drachentöter und dem dicken Kumpel. Jetzt aber, first try. Erster Versuch, reingehen, den dünnen killen, dann den dicken killen. Und ich glaube, die zwei da oben, die mache ich jetzt, die mache ich, glaube ich, platt. Ich denke, die zwei da oben werde ich platt machen und nicht durchrennen. Wupp. Nee, nicht zu deinem Kumpel, bitte. Komm mal hierher. Ja, dein Kumpel kommt mit. Ich weiß schon Bescheid. Schon mitbekommen. Komm mal her, du.
Na bitte. Das Schild hilft einfach gnadenlos gegen die, ne? Dieses große Schild. Bestens. So, an denen würde ich gerne. Ja, wobei, komm. Was? Was killt mich da von hinten? Wo kommt er her? Warum? Warum ist jetzt so einer da? Ach, ich habe die Tür aufgemacht. Die Tür ist offen. Oh Mann. Er kam da links aus der Tür und ich hab's nicht bemerkt. Da ist er durchgekommen. Komm her, du. So. Ah, jetzt noch mal zu dem Dicken. Dieses Spiel. So. 3000 Seelen gibt so einer. Aber an dir komme ich vorbei, oder? Ohne dass du mich triffst. Nee, nee, m-m. Nö. Acht Flakons. Acht Flakons für die beiden. Oh, ouch. Okay. Ich wollte nur geschwind an meine Seelchen ran. Wow. Leute, ey, echt. Okay. Langsam. Erstmal kommt ihr hier rüber. So, jetzt darf ich einen saufen, oder? Ja, darf ich. So, und jetzt lasst ihr mich an meine Seelen. Danke. Es waren schon ein paar. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Sechs Flakons. Wow. Mega unnötig. Nicht nochmal hauen, nicht nochmal hauen, nicht nochmal hauen. Oh nö, was war das für ein Move? Wo ist der Dicke? Da. Shit. Oh, nicht gut.
Nicht gut. Aber es geht, es geht, es geht. Macht er die Arschbombe? Ah, er macht die Arschbombe. Okay. Ich würde den anderen gerne sehen. Danke. Die Arschbombe. Autsch. Zu viel gewollt. Mal wieder. Nein. Aber gut machbar. Gut machbar. Ja, doch, die Richtung passt. Boah, aber zu zweit, ne? Da trifft der eine einen irgendwie blöd, dass man. Dass man am Boden liegt. Und wenn der andere dann genau in dem Moment natürlich zuschlägt, in dem man aufsteht, keine Chance mehr. Warum habe ich nur 60 FPS? Ich muss mal ganz kurz in die Einstellungen gucken. 144. Warum sagt Steam, ich hätte nur 60? Na gut. Ich muss ins Bett. Morgen wieder um 6 raus. Mach dir noch einen schönen Abend. Sehen uns spätestens nächste Woche. Ja, alles klar, Daniel. Ey, hau rein. Bis dann. Ich bin froh, wenn ich 60 hab. Was bei Dark Souls? Das Spiel ist uralt. Dein Computer in dem Fall auch. So, die muss ich leider killen hier. Das ist ein bisschen nervig. Ist mir egal, welchen von euch beiden ich zuerst mache, aber bitte nicht beide gleichzeitig. Ihr kommt beide an eure. Kommt beide dran. Alles gut. Ah, das war dumm von mir. Ich habe schon wieder einen Schlag gemacht, der nicht hätte sein müssen. Ja, ich hau halt gegen sein Schild, ne, wenn er so steht. Mist. Oh oh. Ah! Puh. Zum Glück haben beide gerade den langsamen Schlag gemacht. Boah. Da hat er mich von hinten erwischt. Die Schweinebacke. Habe ich schon gute Nacht gesagt, Daniel? Gute Nacht, falls du noch da bist. Jetzt muss ich dann mir auch im Hinterkopf behalten, dass ja diese dämliche Ratte da von links kommt. Die Hasenratte da, was auch immer das ist. Ach, ihr seid zwei Nervbolzen. Wisst ihr was? Ich probier's. Ich renne hier jetzt einfach durch. Die ärgern mich zu sehr. Okay, gegen den hat es schon mal funktioniert. Sehr gut. Super, hat geklappt. Mit 9 Flakons. Du Saftsack.
Das ist der Moment, aua, in dem ich meine Seelenleben verlieren werde, so wie es aussieht. Weil ich nicht mehr aufstehen darf. Doch, ich darf wieder aufstehen. Aber was ich eigentlich... Lol, der guckt da durch die Tür durch. Was ich eigentlich sagen wollte, das ist der Moment, wenn der auf einen zustürmt, der eine. Dann, das ist der Moment, in dem man ihn, glaube ich, killen kann. Ganz am Anfang stürmt er auf einen zu und ist vor dem anderen da. Ah, das war... ich habe gesehen, dass er nochmal zuhaut und habe trotzdem... Und habe trotzdem den Schlag gewagt. Ah, nee. Ach, Mann, ey. Und er macht wieder einen zweiten. Ärgerlich. Wow, kam er da schnell an. Ich muss saufen. Mist. Uff. Shit. Oh, Glück gehabt. Und er macht wieder einen zweiten Schlag. So, jetzt komm mal an hier. Jetzt habe ich einen guten Winkel. Komm mal an jetzt. Mach mal ein bisschen Dampf hier. Ja, genau. Nein, nicht weiter weggehen. Und von hinten. Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du dann im Sandwich von den beiden drin steckst. Ah. Scheiße. Brutalo, Boss. Es geht. Ich hab einen Plan. Ich weiß nicht, ist jetzt ein x-ter Versuch. Ich hab mir schon das Leuchtfeuer so geholt, dass ich 8 bis 10 Flakons habe, wenn ich dort bin. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil es einfach zwei Gegner sind. Dann hab ich einen Gameplan. Also, ich will auf jeden Fall den Kleinen zuerst kaputt machen. Da ist jetzt die Frage, was mir gerade eben aufgefallen ist. Wenn ich durch die Tür komme, glaube ich, also ich glaube ja, dass man den parieren kann, den Kleinen, den Dünnen, der Dicke und der Dünne, dick und doof. Dann glaube ich, dass man den parieren kann. Und das ist der Moment, in dem man dem wahrscheinlich schönen, fetten Schaden reindrücken könnte. Aber grundsätzlich bin ich jetzt zuversichtlich. Ich habe jetzt so ein bisschen das Movement von den beiden, habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut drin. Nach dem, keine Ahnung, vierten, fünften Versuch. Und denke, was mich gerade noch ein bisschen überrascht hat, sind immer dieser, ist von dem Drachentöter, ist das, glaube ich. Ich weiß es nicht. Der Dünne. Der Dünne macht einen ganz langsamen zweiten Schlag. Man denkt, man kann ihm eine mitgeben. Und wenn man das tut, gibt man ihm zwar eine mit, aber dann kommt noch einer von ihm hinterher. Und das ist super nervig. Und dadurch, dass ich da hinten die Tür aufgemacht habe, kommt da jetzt immer so ein Katzenwesen dazu.
Good luck. Ja, mal gucken. Kannst ja mal gucken, wie es läuft gleich beim nächsten Versuch. So, an den beiden würde ich gerne einfach vorbeirennen. Mal gucken. Es hat eben ganz gut funktioniert. Oh, das ist bisschen, das ist neu. Okay, super. Perfekt. Nice. 10 Flakons, volles Leben. Na, Mist. Wo muss ich da den Zeitpunkt finden, um ihm da eine mitzugeben? Weil ich einfach glaube, dass man hier in dem Moment tatsächlich schon mal dicken Schaden machen kann. Ich will meine Seelen mitnehmen. Ja, das war dumm. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Och nö, warum mache ich sowas? Warum mache ich sowas? Die Gier nach Seelen, die Gier nach Loot. Ach. Ornstein, Ornstein. Ornstein ist der Dicke, oder? Das klingt so nach einem Dicken. Wahrscheinlich ist es genau andersrum. Smaug ist der Dicke. Klingt beides nach einem Dicken. Smaug auch. Aber Smaug auch hauptsächlich, weil man da einen Drachen im Kopf hat. Keine Ahnung warum. Und es ist ja auch noch der Drachentöter Smaug. Einfach mal. Ah, jetzt ist es wenigstens vollkommen egal. Jetzt sind die 16.000 Seelen gerade führen. Ihr wisst schon. Ornstein ist der Dünne. Ah, okay. Ja, ich weiß schon, dass das aus der Drache aus Hobbit ist. Mensch, ich bin doch auch ein Nerd. Ich kenne doch sowas. Nee, kein guter Plan. Nö, lassen wir einfach mal noch mal. Fangen wir noch mal neu an. Nee, immer noch kein guter Plan. Oh, welcher von euch beiden will denn zuerst? Ihr könnt euch, glaube ich, nicht so richtig entscheiden. Kann das sein? Ah, dass der Hintere dann mir noch eine mitgeben muss, ne? Mega dumm. Und ich will nicht, dass diese Katzenratte da hinten rauskommt. Die fliegende Katzenratte. Schlecht. Boah, zum Glück. Ja. So. Also muss ich halt schon einen saufen. Das ist ein bisschen doof. Jetzt habe ich nur noch 9, aber gerade eben habe ich keinen gebraucht, also.
Jawohl, das passt. Ich werde noch mal versuchen, ihn zu parieren. Mist. Leute. Leute, nicht. Das ist scheiße gerade. Das ist. Und er kommt so von so einem Winkel, dass mein Schild gerade nicht reicht, oder wie? Oh, Mann, 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 Mann. Hätte ich auch zwei saufen können eigentlich. Ja, fuck. Der Flakon war mehr als verschwendet. Jetzt habe ich schon viel zu viele verbraucht. Viel zu viele. Und dass der mich treffen kann, obwohl mein Schild oben war, das war jetzt gerade auch wieder ein bisschen rigged. Also, Orni. Kommen Sie. Ach, genau das meine ich. Ich denke, dass er fertig ist mit seinem Angriff. Aber es kommt noch einer. Ah, ärgerlich. Bisher nur einen Hit mitgeben können, leider. Okay, also dem Rennangriff, dem muss ich ausweichen. Der kann ich nicht mit meinem Schild gegenhalten. Ja, da ist schon wieder so ein Mist. Das ist schon wieder so ein Angriff, der doppelt kam. Ja, da hätte ich ihm jetzt easy eine mitgeben können. Uff. So. Komm mal an hier. Ja, genau. Nee, du sollst näher kommen. Und nicht dein dicker Kollege. Der Kleine. Ich will dem Kleinen einen auf die 12 geben. Nicht dem Dicken. Ah, jetzt war die Keule vom Dicken im Weg. Ah, Tilo, grüß dich. Hi und danke für den Sub, Mann. Dankeschön. Oh oh. Bin aus dem Fokus. Wo ist der Kleine? Da ist der Kleine. Schlecht. Ganz schlecht. Schon wieder so ein doppelter Angriff. Mist. Lasst mich mal hier raus, kurz bitte, danke. Alle Flakons verbraucht. Autsch. Autsch. Den schweren Sprungangriff, der geht vorbei, wenn die sich so minimal bewegen. Das darf ich nicht machen. Ich muss mit dem normalen schweren Angriff arbeiten. Nebenher dann doch mal die 3000 Seelen wieder mitnehmen.
Oh. Yep, das habe ich richtig gesehen im Augenwinkel. Das ist ein doppelter und ein dreifacher durch den dicken Hammer noch. Ich war am Anfang schon wieder zu gierig mit dem Schaden. Ich war am Anfang schon wieder zu gierig mit dem Schaden, den ich machen wollte. Der muss doch parierbar sein. Wenn ich dem Dünnen gleich am Anfang irgendwie eine mitgeben kann, das wäre super. Wer meine gesamte Dark Souls-Serie und meine Reise durch Dark Souls nochmal angucken möchte, auf YouTube. Tassilo Gaming. TAS5 ILO und dann Gaming. Da könnt ihr nochmal auch eure Kommentare loslassen, was ich denn alles schlecht gemacht habe. Wo Link? Ja, normalerweise, ich habe den Chatbefehl schon umgestellt, aber da steht immer noch der YouTube-Link für das andere YouTube-Zeug drin, leider. Ich muss mal gucken, warum der Chatbot das nicht mit dem anderen Link macht. Keine Ahnung. Der Hit war wichtig. Hoppla. Yep. So. Und jetzt rein da. Wunderbar. Volles Leben, 10 Flakons. Let's go. Oh, diesmal stürmt er nicht an. Dafür der andere und ich hab's einfach nicht abwehren können. Ah, nein, bitte nicht. Okay, ist gut. Passt. Gut rausgekommen aus der Nummer. Wunderbar rausgekommen aus der Nummer. 1A. So, dünner. Ohrenstein, Drachentöter Ohrenstein, kommen Sie bitte zu mir und holen Sie sich eine Schelle ab. Mist. Da kommt Henker Smaug und sagt: Lass meinen Kumpel in Ruhe. Batsch, mit dem dicken Hammer eine auf die 12. Knappes Pferd. Wir saufen. Ich will beide im Sichtfeld haben. Ich finde das richtig schrecklich, wenn ich den einen nicht sehen kann. Ich muss beide sehen, dann ist das kein Problem. Keine Gier.
Ganz ruhig, mit der Ruhe. Wir warten auf unseren Moment für Schaden. Wir haben keinen Stress. Ich kann den Dicken nicht sehen. Da ist er. Jawohl. So, dünner. Orni. 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 Orni kommt. Orni ist da. Orni kriegt eine auf die 12. So. Nee, 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 das war's nicht. Einmal Sup. Ah, da ist er. Gerade überlegt, wo denn der Schmalhans hin ist. Nehmen wir die 6000 auch wieder mit. Den kann man 100 pro parieren, aber mir ist es das Risiko hier zu groß, ihm jetzt da, mich da jetzt irgendwie in Experimenten zu üben. Mist daneben. Das ist, wow. Puh. So, jetzt, komm her. Zeit für dich, dein Kumpel ist ein paar Meter weit weg. Mist, das ging daneben. Oh, wa hä? Okay, keine Ahnung. Er hat sich an mir vorbeigeleckt und jetzt war ich in einem Winkel, dass ziemlich beide irgendwie treffen konnten. Ich warte auf den Moment. Komm her, du. Lass mal deinen dicken Kumpel einen Meter weiter hinten stehen und komm mal hierher. Nee, genau auf diesen Moment habe ich gewartet. Perfekt. Guck mal. Oh. Yes, Nummer 1 ist weg. Wunderbar. Was passiert jetzt? Nee. Nee. Jetzt hat er einen. Oh nein, jetzt. Oh nee, jetzt hat er einen Brutzelhammer. Nein. Nein, ich will nicht. Nein, geh weg, geh weg, bitte. Ich will nicht. Ich mag den Brutzelschaden nicht. Oh, aber was für ein Brutzelschaden der macht, ey. Nein, 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 nein. Oh. Und ich hau zu, anstatt einfach versuchen abzuhauen. Okay, jetzt kann ich trinken. Sehr gut. Er macht schon wieder den gigantischsten Brutzelschaden. Wie kann ich ihn da weg? Gar nicht, ne? Und er macht schon wieder den gleichen. Was soll denn das? Das ist doch nicht witzig.
Also diese Brutzelflugnummer, die ist einfach nur assi. Ja, zweimal. Und jetzt muss ich hier weg. Oh, es reicht. Yes, okay, alles klar. Gut. Gut, 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 gut. Verstanden. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ich hab's noch rechtzeitig geschafft. Sehr gut. Nein, schon wieder, nein. Nicht, warum denn zwei, dreimal? Scheiße. Jetzt traue ich mich nicht mehr zu hauen. Ja. Okay, er kriegt einen Brutzelhammer. Einen ganz üblen Brutzelhammer. Will ich vielleicht doch den Dicken zuerst killen? Not bad. Dankeschön, Dankeschön. Eigentlich ging's. Wenn er nicht dreimal hintereinander den Arschbrutzler macht, dann geht's. Weil ich dachte, ich kann hingehen, auf einmal geht er wieder nach oben. Und macht wieder den Arschbrutzler. Der Arschbrutzler war mein Tod gerade. Alles andere war absolut okay. Mir fehlt auch irgendwie so ein bisschen so ein Zauber oder sowas, mit dem ich mal aus der Entfernung ihm eine mitgeben könnte. Ja, ich wusste in dem Moment, als er ausgeholt hat, dass ich zu nah an seinem Schild dran stand. Ach komm, jetzt... Wisst ihr was? Ich habe keine Lust auf euch. Wie schnell komme ich hier wieder ran? Ja, relativ schnell. Oh, oh, Menü. Oh, okay. Das ist das falsche Schild, das ich jetzt da drin habe, aber egal. Ja, das ist ein verdammtes Holzschild. Warum ist das ausgewählt? Dieses bitte, danke. Ach, Menü. Oh, ich muss jetzt erstmal eine Runde saufen, Jungs. Chillt mal kurz. Nein, ich habe gesagt, chill mal kurz. Okay. Gut. So, jetzt hat. Also. Soll ich mir angucken, was unser Drachentöter-Kollege dann für wilde AOE-Damage-Dinger rausknüppelt? Oder... Ja, wow. Ich glaube, ich bin in einem ganz schlechten Circle gerade drin. Vorhin die auch schon ließen sich nicht easy killen. Jetzt die beiden machen irgendwie ganz wilde Sachen. Nee, nee. Das ist das falsche Schild. Warte mal. Das ist immer noch das falsche Schild.
Aber es geht. Aber ich glaube, das dünne Schild hier, das hilft nicht gegen den dicken. Hallo? Dieses will ich. So. Jetzt hat le. Ach, der mit seiner Brutzelei. Soll ich mal gucken, ob ich dem Dicken... Nee, ja, ist okay. Du schlägst zweimal zu. Ist gut. Der mit seiner Fernkampfbrutzelei, ey. Also, ich kann ja den Smaug nebenher auch schon mal ein bisschen brutzeln. Ist ja nicht so, dass ich dem, ey, Fernkampfbrutzler aufhören. Mag ich nicht. Mag ich gar nicht. Deine Fernkampfbrutzler, die sind, was, warum? Erstmal dem Smaug vielleicht den ein oder anderen mitgeben. Ja, ich weiß, dass du jetzt von hinten kommst. Deswegen will ich immer beide im Blickfeld haben. Genau deswegen. So, jetzt ist nämlich der gute eine, ist ja jetzt schon halb tot. Nehmen wir die wieder mit. Die 9000. Mit denen ich mir nicht mal ein Semmel kaufen kann mittlerweile. Wo ist dein Kumpel? Da. Ich glaube, ich will den kleinen. Oh oh. Autsch. Ich will den kleinen nicht mit der Brutzelkraft des Großen. Das ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das angenehm ist. Weil ich mich zu sehr auf den Dicken konzentriert habe. Das war ja okay. Wenn ich den Dicken ungefähr auf die Hälfte krieg, würde ich sagen. Das ist machbar dann mit seiner Brutzelkraft. Ah, die zwei sind aber schon. Die zwei sind aber schon eine fiese Angelegenheit. Das ist auch vom Stresslevel her so bisher wirklich Nonplusultra. Also. Ganz, 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 ganz anders als das, was bisher alles war. Bisher die ganzen Boys and Girls, die da unterwegs waren, Spinnenköniginnen und Eisengolems und Gargoyles und was weiß ich nicht alles, die waren alle, das war alles human. So, warum bist du nicht auf dem richtigen Schild, wenn ich hier auswähle? Dann geht er auf Havels Großschild. Havels Großschild bin ich aber zu schwach für. Ich will das. Okay, muss ich mir merken, muss ich eins nach oben. Der Rest müsste passen. Da bin ich auf den richtigen Gegenständen. Hier nicht.
So, das passt. Da muss ich eins nach oben. Das passt, das passt, das passt, das passt. Gut. Ich muss ja jetzt schnell sein, um da oben durchzulatschen. Keine Lust, gegen die beiden da zu kämpfen. Jawohl. Hey, hi, ihr wieder. Oh, ich hab. Warum? Okay, er hat die Waffen nicht ausgewählt. Ich bin aber. Hallo. Danke. Schild, bitte. Danke. Er brutzelt durch seine Beine durch. Ah, und er brutzelt in ihn rein, um. Ich weiß schon, warum ich den Kleinen zuerst weghaben will, weil der ist einfach. Das ist einfach unangenehm. Was ist denn jetzt los, Mensch? Ich kann drücken, was ich will. Ich bin jetzt. Okay, das. Ich verstehe nicht. Ich weiß. Ich verstehe es nicht. Dann hat er mir die Waffen nicht reingedrückt, als ich sie ausgewählt habe. Ganz am Anfang. Krieg da schon eine auf die 12. Vielleicht kann ich ja mit Waffen rennen, dass das reicht. Probier's, dass ich nur die Rüstung anziehen muss. Nee. Jetzt hat er's gleich ausgewählt. Aber ich bin gleich merklich langsamer tatsächlich, weil dieses Schild wiegt halt doch schon echt viel. Ist das Schild vielleicht kaputt? Nee, ist noch voll okay. Und gegen die beiden habe ich das Schild auch wirklich benutzt. Also oftmals hatte ich jetzt bei Bossen einfach das Problem, dass ich dann das Schild in der Hand hatte, es nie benutzt habe, anstatt die Waffe dann zweihändig zu spielen. So, jetzt nochmal. In allerbester Ruhe.
Damit bin ich absolut einverstanden, wenn er mir so eine mitgibt. Ah! Weil das ist auch so ein Ding. Ich hoffe, das ist in den nächsten Dark Souls besser. Was mir richtig auf den Sack geht, dass wenn ich einen Gegner anvisiert habe und nur und das hier definitiv ist ja der Bossbereich und der mir aus dem Fokus geht, wenn ich zu weit weggehe. Können wir uns nicht einigen, dass ich, wenn ich hier bin, dass ich auch bitte die im Fokus behalt. Hier, warum bin ich jetzt aus dem Fokus? Und anstatt dass er mir die anvisiert, wenn ich den Stick drücke, springt er dann hinter mich. Das ist eine Steuerungssache, die passt mir gar nicht in dem Spiel. Ah, ich habe das Schild runtergenommen, weil ich ihn nicht gesehen habe, dass er da ankommt. Nee, da komme ich nicht durch. Huch, ich brauche beide im Sichtfeld. Das war selber schuld. Warum ich ihn jetzt nicht getroffen habe, den Dicken, keine Ahnung. Wo ich dagegen gehauen habe, dass der Schaden verhindert wurde. Ich sehe den anderen nicht, da ist er. Er schießt durch ihn durch. Auch ein absolutes No-Go meiner Meinung nach, dass die Gegner unter sich keine Hitboxen haben. Geht gar nicht. Gehört sich nicht. Uncool für den Spieler. Ah, jawohl. Ey. Yes. Es muss halt auch irgendeine Waffe geben, glaube ich, die wesentlich besser ist als das, was ich hier jetzt habe. Da gibt's bestimmt irgendwas Tolles. Aber mein Gott, kann ich mir so lange Gedanken drüber machen, wie ich will? Werde ich jetzt, bis ich die beiden gekillt habe, nicht finden. Ich weiß nicht, wie ich aus Andor Londo wieder rauskomme. Ich wüsste nicht, wo ich suchen muss. Also, und vom Schaden her und vom Leben, was ich aushalte und so, ich bin hier schon richtig bei den beiden. Ich bin hier schon richtig bei den beiden. Oh, mein Chat war, glaube ich, kurz disconnected. Und er weicht aus.
Nein, hör auf, jetzt seitlich wegzuspringen. Ich will nicht, dass dein Kumpel mich von der Seite angreift. Das ist schon Absicht so, dass ich hier auf dich zukomme. Hat nicht wirklich was mit der Waffe zu tun, meinst du? Naja, ich hab halt ab und zu mal gesehen, so einen Speedrun angeguckt, ne? Warum treffe ich ihn denn da nicht? Das ist nicht fair, dass ich zwischen seine ihm voll in die Eier schlag, aber das keine Hitbox hat an der Stelle. Mann. Ja, ist ja gut. Man kann die ja irgendwie staggern. Also ich weiß ja, dass man die staggern kann. Es ist ja nicht so, dass ich gar keine Ahnung habe. Ich habe ja Speedruns oder halt auch so Bosskills immer, habe ich mal gesehen. Und ich weiß nicht, was die Leute da tun. Ach, er macht wieder den Zweifachen. Ich muss aber dem Dicken ein paar mitgeben. Ich kann nicht. Ich kann nicht nur gegen den Kleinen kämpfen, habe ich gerade gemerkt. Das ist zwar so echt super, weil ich krieg ihn kaputt. Die wird zufällig gedroppt? Ernsthaft? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Weil das ja in den Runs und in den Bosskills, die ich da gesehen habe. Ach Leute, Jungs, ihr beiden. Da wird irgendwo hingegangen, die holen sich die Waffe und dann gehen die. Und dann gehen die auf diesen Boss und staggern den einen, der ist sofort down, mehr oder weniger. Ich sehe nix. Das ist also da gibt's auf jeden Fall was. Die holen sich die Waffe irgendwo ganz an einem besonderen Ort oder so. Das habe ich schon gesehen, so. Aber ja, ich habe halt keine Ahnung wo, ne? Das fragt mich nicht. Okay, zumindest hat das geklappt. Nein, warum hüpft er denn nach rechts? Lasst mich mal hier raus jetzt. In die Ecke rein, in die Ecke rein, jawoll. Jetzt werde ich dann böse auf euch. Ja, der eine Flakon war jetzt ein bisschen verschwendet, ich weiß, aber ist mir egal. Okay, Autsch. Das schaffe ich eh nicht wahrscheinlich. Weil mir einfach die Heilung jetzt fehlt. Weil die mich hier ganz böse in die Ecke gedrängt haben. Ja, und dann schlägt der zu und der nochmal und der nochmal und dann nochmal und keine Pause. Keine Pause. Tot. Wenn man so in die Ecke gedrückt wird von den beiden, deswegen, also ich muss. Okay, Moment. Okay. Hektik haben wir jetzt keine mehr. Alle Zeit der Welt. Alles easy.
Wir haben auch keinen Stress. Und das ist der erste Versuch heute. Das ist der erste Versuch heute. Bin gerade frisch aufgestanden. Bin ausgeschlafen. Ich bin satt. Mir geht's gut. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe keine Seelen. Ich habe volle Flakons. Ich möchte nur dem Dicken die Hälfte des Lebens abziehen, bevor ich den Dünnen platt mache. Und das ist das, das ist das, was mir den Tag schwierig macht. Vielleicht bin ja frisch aufgestanden. Ist ja alles gar kein Stress. Wir sind ja alle Kumpels hier. So. Also, wollen wir doch mal sehen, was ihr könnt. So, der Brutzler kommt. Aha, der Brutzler trifft einfach. Weil ich den anderen nicht anvisieren kann. Weil das Spiel sagt, ey, nee, der ist 10 Meter weiter hinten. 90 Grad zu dem seinem Schuss laufen. Nein, nein, so nicht. Das funktioniert nicht. Du bist in der Boss-Area. Wenn du 20 Meter weit weg bist, kannst du den nicht mehr fokussieren. Mann, Entschuldigung. Heute in der Folge, in der Aufnahmefolge, die ganze Zeit gegen den gerannt und nur auf die Fresse bekommen. Schön. Danke fürs Einschalten.